Eine neue Woche ist angebrochen. Herzlich willkommen zu Games TV 24 Daily. Und es geht los mit... Na, kommt ihr drauf? Mit Batman. Batman Arkham Knight. Ja, unser Service-Update geht weiter. Hat am Wochenende pausiert. Da ist aber tatsächlich was passiert. Es ist nämlich der erste Patch für die PC-Version von Batman Arkham Knight erschienen. Das ist noch kein großes Update, was jetzt irgendwie sämtliche oder die meisten Probleme beheben würde. Es ist eher so ein Update der Entwickler für, naja, ein paar Bugfixes haben wir schon. Und alle Leute, die tapfer sind und die PC-Version spielen, die kriegen den halt schon mal. Also es behebt ein paar Absturzursachen und einige Grafikeffekte, nämlich Regeneffekte und Ambient Occlusion. Also so Umgebungs-, also ja. Tiefenschärfe, so ein bisschen Räumlichkeitsgefühl durch Verschattung sind jetzt da. Das war ja letzte Woche auch so ein größerer, ja, ein Teil des Skandals, als dann feststand, dass die PC-Version sogar nicht nur schlechter läuft, sondern auch noch weniger kann eigentlich als die Konsolenfassungen. Also das ist jetzt da wieder drin, wenn man denn möchte. Genau. Und ja, weitere geplante Anpassungen, für die jetzt laut Ankündigung Rocksteady die Führung übernimmt, die sind unter anderem, ich lese es mal vor am besten, über das Grafikmenü Frameraten von über 30 unterstützen. Das geht. Wahnsinn. Das ist ja der Hammer. Technisch heutzutage nicht alles möglich ist. Mehr Optionen, das ist ja auch ein großer Kritikpunkt gewesen, mehr Optionen im Grafikmenü verfügbar machen. Dann das sicherlich wichtigste, die wichtigste Verbesserung, auf die alle warten, das ist Performance verbessern, Framerate schluckauf bekämpfen, Optimierung, sodass das Spiel weniger RAM und Videoram schluckt, Bugfixes für Nvidia SLI und Unterstützung für AMD Crossfire. Also das soll halt Rocksteady einbauen in das Spiel. Naja, also da arbeiten ja mehrere dran, also auch die PC-Umsetzungsentwickler von Iron Galaxy, aber es steht halt explizit drin, dass Rocksteady jetzt wohl die Führung da übernommen hat. Die waren wahrscheinlich nicht so begeistert mit der Arbeit, die vorher geleistet wurde. Ja, es ist ja immer schwierig, ist ja schwierig von außen zu sagen, was da, wer da genau wie dran Schuld hat. Genau. Ich meine, letztendlich ist es immer Warner, die das Spiel in der Form in den Laden gestellt haben. Ja. Ja, aber für Rocksteady hängt natürlich extrem viel dran, weil das ist halt... Die haben einen Ruf zu verlieren. Arkham ist halt ihre Reihe. Ja. Also. Die haben wirklich einen Ruf zu verlieren. Wir warten ab. Ja, wir warten auch ab, was Rise of the Tomb Raider betrifft und vor allen Dingen andere Gerätschaften als die Xbox One. Das Spiel soll ja bekanntermaßen exklusiv für die Xbox One kommen. Und 360. Und für die 360, genau. Also für die Xbox-Konsolen. Sah ja ganz nett aus, was wir da gesehen haben auf der Gamescom, auf der E3, Verzeihung. Die Gamescom kommt ja jetzt auf der vergangenen E3. Und jetzt fragen sich natürlich PS4-Besitzer oder PC-Besitzer, wann kommt denn das? Wie lange ist die Exklusivität? Und da gab es jetzt ein paar Infos. Und zwar ist da angeblich was geleakt, ja? Und zwar die Truppe der Webshow The Know. Jetzt wird man sich denken, Mensch, The Know, wer ist das denn? Das sind die, die vor ein paar Wochen auch diese Geschichte mit Dark Souls 3 geleakt haben. Die haben angeblich interne Infos veröffentlicht. Ja, so bekommen. Angeblich. Ja. Unveröffentlicht. Whistleblower Infos. Sozusagen. Denen zufolge nach die PlayStation 4 Version im November 2016 erscheinen soll. Das ist ja ganz schön lang. Also ein Jahr Exklusivität klingt jetzt nicht völlig absurd. Also wenn man schon so einen Exklusivdeal macht, dann will man das vielleicht auch für eine ganze Zeit haben. Die etwas lustige Randnotiz dabei ist, dass laut diesem internen Dokument, das die Herrschaften da bekommen haben, man sich bei Square Enix schon Gedanken drüber macht, dass das möglicherweise bei den Spielern nicht ganz so gut ankommt, wenn man dann irgendwann offiziell ankündigt, dass die PlayStation-Version im November 2016 kommt. So, boah, echt, meint ihr, dass das nicht so gut ankommt, wenn Leute ein Jahr warten müssen? So ganz schön vorausschauen. So ist das halt exklusiv. Deshalb soll wohl die Möglichkeit bestehen, dass die PlayStation 4-Version günstiger wird, was man mit einem Jahr Wartezeit aber vielleicht auch sowieso irgendwie erwarten sollte, dass das nicht mehr ganz brandneu Vollpreis ist. Aber vielleicht wird es ja dann auch irgendeine Definitive Edition. Vielleicht ist es für PlayStation-Spieler gar nicht, kriegen die dann wenigstens eine rundere Version. Wer weiß, was da passiert. Offiziell ist es ja alles noch nicht. Der Knackpunkt ist auch, dass zur PC-Version so gar nichts bekannt ist. Also da ging auch aus diesen geleakten Informationen nichts hervor. Ja, aber vermutlich wird das dann im selben Zeitraum liegen, wenn sich das tatsächlich bestätigen sollte. Und Rise of the Tomb Raider am 16.
November 2016 erst für alle anderen Konsolen außer den Xbox-Geräten erscheint. Naja, mal gucken, ernst Microsoft ihre Geschichte mit Xbox und PC und mehr Spiele und so nimmt. Weil eigentlich müsste ja die PC-Version dann auch dieses Jahr kommen. Ja, schauen wir mal. Ja. Also, Tomb Raider-Fans, die das früh spielen sollten, die sollten sich auf jeden Fall ein Xbox One kaufen. Warum auch nicht? So, weiter geht's. Ist Tomb Raider ein Spiel, für das du dir eine Konsole holen würdest? Ja, das ich persönlich vielleicht nicht, aber wenn ich jetzt ein riesen Tomb Raider-Fan wäre, ja, und ich fand das da wirklich nicht schlecht aus, was man da gesehen hat auf der E3, würde ich darüber nachdenken, ja. Ist ja keine schlechte Konsole, die Xbox One. Warum nicht? Gibt's ja auch viele andere. Oder man hat doch die 360 zu Hause stehen und spielt die Version. Oder so, aber dann sieht sie lange nicht so gut aus. Ja, hoffentlich immer noch ordentlich. Na, mal schauen, wenn es da ist. November, der 10., glaube ich. Ja, November, ohnehin ein sehr wichtiger Monat, spielerisch gesehen, denn da soll ja auch Star Wars Battlefront erscheinen. Endlich. Also so um den Dreh. Ja. Und ja, wenn man das jetzt nicht angeschaut hat bei der E3, dann würde man das am liebsten gleich selber spielen wollen. Das kann man jetzt, aber unter ganz bestimmten Umständen. Ja, das startet jetzt ein erster geschlossener Alpha-Test, also für nur eine relativ begrenzte Zielgruppe, Spielergruppe, die da reingelassen wird für den PC. Klingt soweit ganz gut, geht aber nur, wenn man in Nordamerika wohnt. Ja. Und ja, dann. Man müsste sich jetzt in den nächsten Stunden angemeldet haben. Aber immerhin startet da mal eine Alpha, was Vergleichbares, nachdem ja auch Belastungstests für Hardware dabei sind, wo ja. Hoffentlich auch nochmal in Europa, was immerhin in dem Zusammenhang rausgefallen ist, sind schon mal Hardware-Anforderungen, dass man schon mal so eine Idee dafür bekommt, was ja. Man wohl braucht, wenn man Battlefront auf dem PC spielen möchte. Wichtig zu erwähnen ist allerdings natürlich, dass sich das derzeit auf die Alpha-Version bezieht, also nicht die finalen Anforderungen sind. Kann sich komplett noch ändern. Ja, eine Quad-Core-CPU soll es derzeit sein, das wäre halt Intel Core i5 2300 oder vergleichbar. 60 GB RAM, 64-Bit Betriebssystem und der interessantere Teil bei der Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 680 oder AMD Radeon HD 7970 mit mindestens 2 GB Videospeicher. Haben wir das? Wir bestimmt, aber wir sind leider nicht in Nordamerika und dürfen deshalb wahrscheinlich deswegen, die Alpha trotzdem nicht spielen. Eine Alpha, die man spielen kann, fängt allerdings auch heute an. Heute startet nämlich die Sommer-Alpha für Albion Online. Ja, das Spiel ist, glaube ich, gefühlt schon seit Jahren in der Alpha. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe sogar schon mal die Entwickler besucht, habe mir das angeguckt. Und das hat mir sehr gut gefallen, was ich da gesehen habe. Ja, das ist so ein... Ja, ein Spiel, das dann alte Tugenden so ein bisschen anknüpfen soll, viel PvP bietet und den Spielern halt sehr viel Freiheit bieten soll. Ja, ein Online-Spiel in einem Mittelalter-Setting mit leichtem Fantasy-Einschlag. Ich glaube, so ein bisschen Zaubern ist dabei. Wo es aber halt vor allem darum geht, dass man ja selber zum Handwerker wird. Also alles ist von Spielern hergestellt. Die Wirtschaft ist durch Spiele angetrieben, sogar so weit, dass man eben an Städten auf Marktplätzen seine Waren anbieten kann, aber da jede Stadt für sich funktioniert. Also es ist kein weltweites Auktionshaus wie in anderen Spielen, sondern tatsächlich auch regional gebunden. Klingt ganz interessant, wer so Geschichten wie Ultima Online damals schon cool fand. Auch Gildenkämpfe um Territorien und so soll da alles drin sein. Sollte man auch noch erwähnen, das Ganze ist cross-Plattform spielbar. Also sprich, man kann das auf dem PC spielen, man kann es auch auf dem Tablet spielen. Das haben die uns Entwickler uns damals auch gezeigt und das sah auch sehr gut aus, sah nach sehr viel Spaß aus für Mac, Windows, Android und iOS-Tablets. Ja, und wie komme ich jetzt nicht einfach rein? Da muss man sich einkaufen. Mag gut sein, dass es da auch nochmal Alpha-Key-Verlosung oder so gibt. Derzeit müsste man sich aber einkaufen. Es gibt drei dieser sogenannten Gründerpakete, kennt man ja derzeit von sehr, sehr vielen Spielen. Und die beiden größeren davon gewähren Zugang zur Alpha. Dafür legt man allerdings auch mindestens 45 € auf den Tisch. Muss man wissen, ob einem das so wert ist oder nicht. Aber auf jeden Fall, diese Sommer-Alpha, die geht jetzt los. Richtig. Und wir gehen jetzt auch los. Weiter schöne Videos machen, die ihr natürlich bei GamesTV24 dann sehen könnt. Und sagen Tschüss. Bis morgen.